Ja. Ja. Aber guten Morgen, Chat. So. Aber wie kostet ein Kühlergrill? Aber wie? Mein Kühlergrill sagt zu lange genug, Kühler, Maschallah. Maschinen haben jetzt schon eine Walze mit dabei. Ja. Komet. Ach, ich glaube, das Feld habe ich schon mal gemäht. Jetzt fällt es mal wieder an. Ja, da liegen auch noch Pfeilen, ne? Habe ich schon ein paar Mal jetzt von der Seite aus gesehen. Ja, nehmen wir eine Brunne weg? Alter. Weißt du doch, wenn die Grasballen alle gut sind, dann kannst du die guten Morgenpfeife. Mach den Drogen, was für Ansicht. Nein, ich bin nur gleich koksen. Ja, ach, das deswegen habe ich mir der Meinung, es sieht so schön aus. Ja, hab ich gerade nicht verstanden, was? Deswegen sehe ich so schön aus. Wegen den Drogen. Irgendwas verstanden, dass du von dir denkst, dass du schön aussiehst. Du siehst genauso schön aus, wie ich schlank bin. Auf jeden Fall. aber kurze Frage, was für ein Mikro benutzt du denn gerade? Benutzt du dein Rode oder benutzt du dein Studio-Mikro? Wahrscheinlich beide, oder? So wie ich mich kenne. Keine Ahnung. Mein Studio-Mikro, was auch immer das ist. Ja, deswegen. Deswegen wundert es mich auch wegen der Verbindung. Dass ich teilweise bei Discord nicht reinbekomme. Das war jetzt schon etwas, was ich schon noch mache. So. Ja. Und jetzt ist aber nichts mehr zu tun. Rasenmähen helfen. Große Ballen pressen. Ja, kein Bock. Das hier natürlich auch fertig machen. Sieht so noch so Opferarbeit aus. So. Oha. Ja, jetzt fährt er hier Tuning, ja. Schade, dass man die nicht verlegen kann. Geil. Boah, ich hab Philipp Kees, YouTuber mit Autos, der war letztens zu Besuch bei einem. Ja. Der hat das so ein bisschen Golf 2 nach. Der hat Autos, da stehen mehrfach Rally Golfs. Golf 2 G60 16V Limited, einen nagelneuen nie zugelassen. Noch einen nagelneuen nie zugelassen. Ah. Den Merkel Golf. Geil. Typ ist verrückt. Guten Morgen, ist das Osala? Ja. Herzlich willkommen auf der Osala. So. Eine wahrhaft schöne Karte. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange ich heute brauche, das ganze Zeug dazu schnippeln. Oh, was ist von Erntezeit? Ja. Bedenken, dass ich die Sonnenblumen
Auch das Knie weg und dann Bauch. Ich auch mal gucken, ob ich jetzt einen Aufpass mache oder was. Ja, um 7 darf ich noch Flyer austragen. Oh, freu, freu. Nö, hatten wir jetzt noch keine Hatte Probleme. schon. Ganz am Anfang doch. Okay. Dann habe ich gemerkt, dass einige Felder zweigeteilt sind. Ach ja. Und Stimmt. dann war das Problem weg, als man auch den ganzen Auftrag abgeschlossen hat. Naja, jetzt können wir noch ein bisschen was verkaufen. Auto. Aber man kriegt ziemlich viel Geld. Echt? Der Holz. Ich weiß es nicht. Nee, ich meine über Ja, über die Karte, die Holzmichel, ne? Der fleißige Holzwurm. Aufträge sind ja nicht so die krassesten Geldgeber hier. Ah, ich war gestern schon ein bisschen fleißig. Ich glaube, ich müsste mir mal. Was ist denn jetzt wieder für den Rückwärts? Also, aber ich. Rückwärts ist doch ganz schön auf Bremse. Der hat die Flasche wohl vergessen. Das Fläschelsche am Morgen. Hätte, glaube ich, Lust ein bisschen zu üben mit dem Gabelstapler. Ich hätte eigentlich gerne ein Teleskop, aber das ist zu teuer. Ich bleibe da. Teleskop, mach doch kurz Holz. Oder miet dir einen. Nee, weil sonst das ist blöd. Wenn du, weißt du, willst was haben, machst du kurz Holz und dann hast du wieder 100.000. Deswegen Holz wird im realen Leben ja auch nur im Winter gemacht. Also gibt es ja von März bis. Von November bis März, glaube ich, so eine Saison. Zumindest da, wo ich das mal gemacht habe. Und ich mit meinem Vater das noch gemacht habe. Aber immer die Saison, da konntest du Holz machen. Den Rest hast du in Ruhe gelassen. Den könnte ich mir leisten. Den habe ich ja bei mir auf dem Hof. Ach so, nicht den kleinen, nicht den großen. Wenn du mal ausprobieren willst. Aber mit dem Knickgelenk, das ist, hat, sagt schon mein Kumpel, da hat er auf dem Scheiß hat er überhaupt keinen Bock drauf. Weil das wackelt so sehr. Mit Lenkrad ist es eigentlich gar nicht so geil. Find ich das geil. Denn für Lieder da drauf. Weil ich hole mir einfach einen Gabelstab. Einfach einen Ballen aus dem Weg schubsen. Puff. Ja, gestern habe ich bei mir das erste Mal Zuckerrüben angepflanzt. Oh Mann, ey. Walzen und Striegeln, das habe ich voll vergessen, ey.
Nein, ist ein Diesel. Denn den nächsten, den für 55.000, das wäre nämlich ein Diesel gewesen. Ein Elektro gewesen. Den habe ich bei mir auf meiner Farm. Oh, Staplerfahrer Fanta. Echt, nö. Warum höre ich dich schon wieder nicht über Discord? Was ist denn heute los mit dem Ding? Speedy, moin. Oha. Tschö, Elektronaut. Ja. Kannst du mal kurz bei Discord gucken, was du für ein Mikrofon angegeben hast? Ich hab dich überhaupt gar nicht mehr auf den Ohren. Was für ein Mikrofon, du. Ah, ich höre dich jetzt nur über den. Ich höre dich nur über den Stream. So, Jetzt. jetzt bin ich wieder da, aber warum? Warum macht er? Gehen wir unten auf Benutzereinstellung, auf das Zahnrädle. Und guck mal in der Sprache- und Videochat, was du da für ein Mikrofon eingegeben hast.
Sprachvideochat. Eingabegerät. Genau. Was denn, Alter? Eine Mutter ist das Eingabegerät, so soll das sein. Ja, genau. Und jetzt sollte er das eingespeichert, wenn du das einmal eingegeben hast. Oh Habe Mann. ich eingegeben. Genau, es. Es klappt Aber also. warum jetzt? Ja, dieser Spannende, warum hat er das denn geändert? Das ist, wenn irgendwas automatisch, wie vermutet mal wegen der Bluetooth-Steuerung, dass da irgendwas ist, dass der automatisch sich da quasi die Sachen da schnappt. Ein Wichser. Ja, das kannst du bei, ich weiß nicht, bei Windows ist es auch so ein Fall, ob das da ein- oder ausschalten kannst. Das ist so ganz typisch. Deswegen ist mein Uraltrechner auch ziemlich verbeult. Der hat nämlich öfters mal die Fäuste zu spüren bekommen. Naja, kennst Einer ja. brutal. Manchmal, aber nur manchmal. Kenn. Wenn PCs ein bisschen hauen. Weißt doch, auch die Liebe muss spüren. Gewalt kommt mir nicht in die Tüte. Ach, schon zu spät. Sie habe ich schon eingeraucht. Der gute Stoff. Konnte ich die Gabel nicht so leicht nach links aufschieben? Ah, du konntest die Gabel auch komplett ändern, ne? Also von der Breite her. Breiter, dünner. Ja, Breite habe ich geändert. Was habe ich hier die ganze Zeit Discord im Feld, Alter? Was ist denn da los? Kriege ich hier jetzt noch eine Palette quer drauf oder nicht? Ja, ne, muss ich ein bisschen nach vorne schieben. Ja, eine krieg ich noch drauf. Hast du Was habe ich? Für das rote Mikrofon, hast du da irgendwie noch ein paar Filter für auf OBS draufgelegt oder weil auf Für das Rode Mikrofon, ja, habe ich, aber in der Backstube ist das halt Kacke. Die habe ich teilweise wieder rausgenommen. okay. Wieso? Einfach nur erfahrungsgemäß, weil wie gesagt, das ist ja ein neues Mikro im Verdrüben wegen der Geräuschkulisse etc. Weil ich habe das erste Mal, wo wir ausprobiert haben, war irgendwie es zu leise. Und bei dem Empfänger konntest du ja das Dezibel ein bisschen erhöhen. Und Ja, da habe ich volle Kanne. okay. Und dann habe ich diese Einstellung von Nielsen, diese Grundeinstellung für Mikrofone. Okay, ja. Das heißt, den Limiter, den Expander oder wie das heißt. Ja, kenne ich. Sagt mir was. Noch irgendwas. Aber das einiges funktioniert da halt einfach nicht in der Backstube, weil da einfach zu viele Geräusche, zu viel Rauschunterdrückung, genau, ist auch dabei. Und da ist halt durch die Lüfter ist da halt einfach so ein natürliches Rauschen im Hintergrund. Also Und das ist quasi. doch Kacke. Also quasi auch die. Ups, ich hab deine Bahn vergessen, verdammt. Ja, wir haben ja diese Aggressivität oder die Entfernung von wann soll es anspringen, wann soll es ausgehen, so nach dem Motto, das ist ja auch so,